begrüßt euch zur Pressekonferenz. Der Los wollte es zur Linken Nils Bullerdick, zur Rechten Erwin Meyer. Nils, gegen wen habt ihr gespielt? Wie ist es ausgegangen? Erzähl den Zuschauern was. Wir haben euch gegen Kaputt gespielt. Die sind in der Tabelle Erster gewesen. Der Endstand war 1-1. Die gingen in der ersten Halbzeit in Führung. Und ja, starker Gegner. Wir wussten, dass die Erste sind, haben uns natürlich darauf eingestellt, damit wir mehr kämpfen sollen. Erwin, unter der Woche habe ich auf Twitter gelesen, dass du letzte Woche sehr enttäuscht warst, dass du nicht zum Einsatz gekommen bist. Wie war denn heute? Durftest du spielen? Durftest du nicht spielen? Ja, heute durfte ich spielen, von Anfang an sogar. Na klar, natürlich aus Personalmangel. Ja, war gut ins Spiel reingekommen. Wir sind gut angefangen. Leider haben unsere gute Chancen, die wir in der ersten Halbzeit gekriegt haben, nicht richtig benutzt, wie es sein sollte. Und dadurch auch 1-0 zurückgelegen. Aber haben gut weitergekämpft, nicht aufgegeben. Erste Halbzeit hat es dann für mich leider auch gereicht. Und ja. Warst du zufrieden mit dir selber? Meine persönliche Frage. Und man muss ja nicht so zufrieden mit sich selber sein. Dann. Natürlich, dann ist es vorbei. Aber so war es okay. Schön. Nils, als Erwin dann raus war, wie entwickelte sich die zweite Halbzeit? Erzähl mal was. Zweite Halbzeit, klar haben die weiter Druck gemacht. Die waren sehr läuferig und ja, es ging immer, also wir haben weiter gekämpft auf jeden Fall, keine Tore zugelassen. Wir hatten unsere Chancen erarbeitet, ja, und dann irgendwann hat es bei uns immer geklingelt. Wie ist denn, erzähl den Zuschauern mal was, wie ist denn der Ausgleich noch zustande gekommen? Es war ein Freistoß. Hat Jeffrey. Pepe hat den Freistoß rausgeholt. Genau. Jeffrey hat den Freistoß genommen und. Und David hat er natürlich mal wieder eingeklinkt. Wollte er, Frage an Erwin, willst du, sag mal irgendwas, sag mal, nenn mal jemanden, der dir gut gefallen hat. Der mir gut gefallen hat, oder? Von uns natürlich, nicht vom Gegner. Also, naja, heute haben mir fast eigentlich alle gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand nicht, das eine richtig herausragend. Ich fand also Torwart war sehr stark heute. Ein paar gute Sachen ausgeschlagen, ein paar wichtige Sachen. Und ja, ich finde die Gesamtleistung war gut. Wir haben alle gekämpft, alle auch. Der eine nur ein bisschen starker war oder nicht. Das war, zusammen haben wir uns das Punkt wirklich erkämpft heute. So sehe ich das. Schade, wenn wir mal wegen Pfostentreffer Führung gehen. Wer wie viel aussieht. Du kommst nächste Woche zum unserem wichtigsten Spiel der Hinrunde. Das Heimspiel gegen Ritter steht an. Unser Derby. Aktuelle Tabellensituation ergibt es nur, dass der letzte gegen den vorletzten spielt. Nils, ein paar Worte. Was nehmen wir uns vor? Ich denke, es ist klar, was wir uns vornehmen. Aber wie sollten wir die Sache angehen? Und nach dem Spiel und nicht letztes Mal. Klar, zweimal auf jeden Fall Training. Und das Kämpferische wie heute, dass wir genauso, egal wie wir stehen gerade, immer weiter kämpfen. Egal ob wir führen oder hinterliegen, wir müssen immer weitermachen und nicht Kopf hängen lassen oder sich was. Ja. Wir müssen weiter kämpfen und wollen den Derby Sieg holen. Die letzten Worte. Hören dir, Erwin. Ja, ich knüpfe dabei Nils drauf an und ich finde, heute haben wir einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und ich denke, nächste Woche gibt es nur 3 Punkte von uns. Da bin ich 100% sicher. Und wir wollen uns auch mal wieder über den niederländischen Saisontreffer freuen. Der war eigentlich fast da. Der war fast der. In diesem Sinne, ich wünsche uns eine schöne Traktorwoche mit dem Derby-Sieg als Ausrufezeichen.